Hallo Freunde, willkommen zurück zu Evolve. Beim letzten Mal habe ich euch ein bisschen das Intro gezeigt und das Tutorial des Goliaths. Diesmal schauen wir uns mal den Support an. Ich habe da selber noch nicht reingeguckt. Wir werden einfach mal sehen, was da auf uns zukommt. Ihr müsst Hank finden. Ich werde Hank finden. Ich hole Val und Maggie, dann komme ich mit dem Schiff. Und ich werde Hank finden. Er hat gut gekämpft, allein gegen das Monster. Er hat sich seine Rettung rettlich verdient. Okay, so wie es aussieht. Das Jetpack funktioniert klasse. Sag Abraham Danke von mir. Das kannst du ihm selbst sagen, sobald du da raus bist. Super Sache das. Allerdings braucht das Jetpack scheinbar eine Menge Treibstoff. Haben wir recht, diese... Dieses Rank-Raja-Jetpack. Die Pitre-Modelle sind zu schwach. Das hat Hyde auch gesagt. Allerdings hat er sich etwas schillernder ausgedrückt. Muss ja nicht immer so schillernd sein. Okay. Soweit so gut. Ich könnte tatsächlich... Ah ja, okay. Schub ist klar. Wo geht's jetzt eigentlich hin? Zielen ist auch klar. Okay. Das geht in alle Richtungen. Braucht allerdings direkt ein Viertel der Energie. Beziehungsweise des Treibstoffs. Nicht schlecht. Bisher scheint es relativ ruhig zu sein. Ich sehe jedenfalls noch keine Anzeichen dafür, dass hier irgendwo ein Monster unterwegs ist. Jetpack klettern. Oh. Das ist verdammt hoch. Au. Okay. Jetzt habe ich eine Vorstellung davon, wie hoch die Mauern vom vierten Monster sein werden. Bisher gibt es nämlich drei Monster und das vierte ist bereits in der Mache. Und das kann künstliches Gelände erschaffen. Mauern auftürmen und so weiter. Und das sind Mammutvögel. Die Entwickler sagten... Eigentlich harmlos. Ich will dem Monster keine Nahrung hinterlassen. Okay, okay. Das ist auch wichtig. Alle Monster, die von den Jägern erledigt werden, können vom Monster gefressen werden, ohne dass das kämpfen muss. Okay. Warum auch immer ich jetzt geschult werde, die Dinger niederzumachen. Finde ich nicht gut. Wie gesagt, das Monster kann die jetzt fressen, ohne selbst dafür arbeiten zu müssen. Und kann so Rüstung wiederherstellen, etc. Gut, Blitzgewehr. Bitte Sie, nur nicht so freundlich. Die sind gefährlich. Ein roter Schnappbeutel kann ein Monster besiegen. Ihr solltet sicher gehen, dass sie tot sind, bevor ihr weitergeht. Okay, die Dinger mag ich nicht. Die sind ja mal aggressiv. Okay, so viel mal zu den Monstern. Wir haben das Faultier wütend gemacht. Während der Brunftzeit haben sie ein ausgeprägtes Territorialverhalten. Okay. Meine Güten, dein Kreuzschnabelfaultier, solltest du vielleicht vorsichtiger sein. Boah, mein Schild ist mehr als ausreichend. Hui. Nicht gut. Aber immerhin, wir sehen Hank. Er ist nicht alleine. Hey, vergesst euren Kumpel Hank nicht. Nein, wie könnten wir? Komm schon, Bruder. Jetzt wird nicht geschlafen. Wo sind die anderen? Ich bringe sie gerade zu euch. Ich sende euch durch die Koordinaten. Oh
Mann, mit dem Monster kommen wir allein nicht klar, das kann ich dir sagen. Du hast die Bestie gesehen, die wir töten sollen. Ja, und eins sage ich dir, Bruder, die ist groß und verdammt sauer. Okay. Genau wie ich. Ja, irgendwie wusste ich, dass du das sagen würdest. Groß und sauer, so müssen die Jäger sein, oder? Blitzminen, gut. Dann rüsten wir Blitzminen aus. Jetzt ist die Frage. Blitzmine ist gelegt. Ein Tyrann. Wir haben Mine. Wir locken die Bestie aus ihrem Versteck. Klingt nach einem Plan. Vielleicht nicht der Beste, aber... Hab ich ein Glück, dass das Tutorial ist und drei dafür reichen. Wahrscheinlich hätte ich ansonsten... Oh, sieh mal an, ein Albino! Wir sollten nett, die Jäger. Töten, sonst erwischt ihn noch das Monster. Die Jäger können sich da auch hochheilen an den Viechern. Das ist natürlich interessant. Ich dachte, das ist so ein Exklusivding für Monster. Ich setze jetzt Will und Maggie ab. Ein bisschen bremsen. Wir wollen ja nicht, dass was Schlimmes passiert. Wunderbar. Wir sind da. Ganz da, sanft. Jungs, habt ihr uns vermisst? Ja, tierisch. Das haben wir, Valerie. Kein Mann mit Verstand würde ohne dich das Monster bekämpfen. Hervorragend. Da sehen wir auch schon die Monsterspuren. Hatte ich beim letzten Mal schon angesprochen. Oh, ich wette, das sagst du zu allen Mädchen. Tue ich nicht. Das war nicht so... Lass uns einfach das Monster... Besser ist das. Führt in die Richtung. Ich sage es euch, das Ding ist groß. So groß wie ein Haus. Naja, du übertreibst. Oder habt ihr bei euch sehr kleine Häuser? So groß kann es doch nicht sein. Ist ja nur ein Goliath. Bereit. Her mit dem Monster. So, jetzt bin ich gespannt. Betäubungspfeil setzen. Natürlich, renn doch ganz weit weg. Ah, da hat jemand die Schwachpunkte von dem Monster markiert. Da machen wir mehr Schaden. Dann bleiben wir mal ein bisschen dran. Wir haben das Ding ja sehr gut liegen. Na komm. Oh Mann. Okay, Monster sind relativ zäh und ein bisschen beängstigend. Wenn das Ding von einem Spieler kontrolliert worden wäre... Dann wäre ich sowas von Asche gewesen. Aber deshalb ist das ein Tutorial und nicht rein ins kalte Wasser und schwimm mal. Yay, ich habe es unter einer Viertelstunde geschafft. Ich bin so stolz auf mich. Wir wären fast auf Silber gewesen. Hätte ich nicht so viel Zeit mit den Minen verplempert. Ich dachte, wir können es noch ein bisschen länger in dem Canyon festhalten. Aber ansonsten sah das gar nicht so schlecht aus. Sieht so aus, als wäre es das gewesen mit den Tutorials. Das war vielleicht ein bisschen dünn. Okay, dann müssen wir uns die anderen Klassen wohl ein bisschen anders angucken. Gut. Dann machen wir einfach mal ein schnelles Spiel auf. Vielleicht können wir uns da die anderen Klassen mal ein bisschen genauer angucken. Im Modus Rettung wurden die Jäger für eine Such- und Rettungsmission angefordert.
Ein Monster hat die Einrichtung angegriffen und befindet sich noch in der Gegend. Mehrere Kolonistengruppen sind in die Wildnis geflüchtet. Die Jäger müssen die Leute finden, bei Bedarf wiederbeleben und sie dann zum Evakuierungsshuttle bringen. Die Runde endet, wenn der Großteil der Überlebenden gerettet oder getötet wurde. Okay. Klare Aufgabe. Jetzt können wir uns aussuchen, ob wir Monster oder Jäger spielen wollen. Ich würde sagen, wir gucken uns nochmal eine Jägerrolle an heute. Genau, jetzt können wir uns aussuchen, was wir spielen wollen. Den Assault haben wir uns ja gerade eben im Tutorial angeguckt. Ich würde sagen, ich bin von Natur aus eher ein Unterstützungsspieler. Das heißt, für mich kommt am Anfang erstmal Support oder Medic in Frage. Ich glaube, ich bleibe erstmal beim Support. Das könnte meine Klasse sein. So, jetzt können wir uns aussuchen. Spielen wir Hank? Den haben wir schon kennengelernt. Dazu müssen wir Hanks gesamte Ausrüstung verbessern. Dann schalten wir Bucket frei. Und dann haben wir hier noch, wenn wir Bucket komplett ausgerüstet haben, Cabot. Und hier haben wir wieder Hank. Alles klar. Das heißt, wir müssen Ausrüstung von Hank freischalten, um andere Klassen oder andere Charaktere zu bekommen. So, jetzt können wir verschiedene Vorteile wählen. Nicht nur die Charaktere haben Level oder die Monster, sondern auch der Spieler-Account, mit dem ich gerade eingeloggt bin. Und je mehr Spieler-Level ich habe, desto mehr Fähigkeiten schalte ich frei und kann dort die einzelnen Klassen noch ein bisschen verbessern. Wie ich sehe, spielen wir gegen den Kraken. Das ist das zweite Monster. Goliath war das erste. Das ist ein Fernkämpfer, der mit Blitzaufladungen und so weiter spielt. Allerdings spiele ich hier gegen Bots. Wie gesagt, ich lasse es erstmal ruhig angehen. Ich will mir erstmal die Monster und die einzelnen Klassen angucken, bevor ich mich ins PvP wage. Also dann, los geht's. Hank gehört zur Supportklasse und verschafft dem Team verschiedene taktische Vorteile. Nutze den Schildprojektor, um einen Jäger zu schützen und sämtlichen Schaden von ihm abzuhalten. Visiere mit dem Orbitalschlag ein Ziel an und lass ein tödliches Bombardement niedergehen. Nutze den Laserschneider im Kampf, um schweren Schaden zu verursachen. Durch die Tarnung des Supports lässt sich ein verloren geglaubter Kampf doch noch gewinnen. Aktiviere die Tarnung und belebe Teamkameraden wieder oder flüchte unbemerkt aus dem Kampf. Sind hier ein paar wichtige Fähigkeiten. Okay. Ausrüstungscheck, Leute. Wir können hier kein Risiko eingehen. Schilder alle geladen? Sie? Ja, Markov ist unbesiegbar. Für kurze Zeit zumindest. Wie sieht's beim Trap aus? Bereit. Und Daisy hat Hunger. Medic, was ist mit dir? Bereit für den Absprung. Danach okay, nicht mehr. Dann sind wir soweit. Sonst ist niemand da, also dann mal los. Okay, Daisy hat keinen Pack, das heißt, sie bekommt einen Fallschirm. Fantastisch. Hallo, okay? Braucht jemand einen Nachschlag? Gut, wir sollen Überlebende finden. Die haben ja irgendwo diese Marken da, diese Dings da, Flares in den Himmel geballert. Ach, jetzt schon kein Treibstoff mehr? Dafür, dass der 200% Höhe hat? Okay, da drüben würde ich sagen, finden wir Überlebende. Wir machen uns mal gleich auf die Socken. Was haben wir denn hier noch? Wir haben das Tarnfeld, ist klar. Wir haben das Kraftfeld. Ein Blitzleopard. Bei Fuß, Daisy. Da drüben, den Vögeln hinterher. Töten! Das Ziel ist verwundbar. Oh, ich weiß nicht, ob das clever ist. Okay, das mit der Energiewaffe. Richtig, wenn wir uns vielleicht mal um die Überlebenden kümmern könnten. Aua! So, super. Da hätten wir zwei Überlebende. Landungsschiff ist im Anflug.
Wir müssen 5 Stück retten, bevor das Monster 5 Stück fressen kann. Dann machen wir uns doch mal gleich auf die Socken. Das ist euer Shuttle. Lauf! Jawohl. Abholpunkt ist hier drüben. Begleiten wir die Leute noch ein bisschen. Au. So viel dazu. Hey, wie wär's, wenn du hier bleibst, während ich dich heile? Das wäre nicht schlecht. So, die Überlebenden sind da schon wieder ganz schön auf dem Weg. Na komm, alter Mann. Sieht ja fast so aus. Da, ein Überlebender. Hoch mit dir. Puh. Das ist natürlich ein Teamspiel. Und ja, Teamspiele mit Bots sind immer so ein bisschen knifflig. Ich kenne das auch aus League of Legends. Besonders wenn man sich noch nicht auskennt. Ein bisschen knifflig. Was haben wir denn hier? So, da drüben ist das Shuttle im Anflug. Gucken wir uns doch gleich mal dort um. Da ist der Kraken. Sollten jetzt geht überleben. Vorsicht, das Monster ist frei. Fallen bereit. Her mit dem Monster. Na, also komm. Ich bin da. Sehr gut. Okay, alles klar. Gehen wir. So viele Überlebende. Fallen sind bereit. Brauchen wir gar nicht mehr. Die Frage ist natürlich, wo ist das Monster? Nehmen wir doch einfach das so lang. Noch ein Überlebender, den sollten wir vielleicht auch noch einsammeln. Harpunen fallen bereit. Die Frage ist, wo ist der Kraken schon wieder hin? Das Ding ist wahnsinnig schnell, wie ihr sehen könnt. Der hat nämlich die Fähigkeit quasi ja, fast permanent zu fliegen. Oh Mann. Da drüben seht ihr schon wieder, das Krakenviech schlachtet Überlebende. Andere nicht. Au. Okay, Maggie. Du bist, glaube ich, unsere Heilerin. Wie wäre es, wenn du mich mal kurz zusammenfliegst? Die Pause ist vorbei. Ah, verflixt. Ich bin hier, Support! Ach nee, Valerie ist unsere Heilerin. Sorry, dass ich vor dir davongelaufen bin. So, diesen Überlebenden sollten wir vielleicht beschützen. Oh Mann. Ziel auf die Schwachstelle. Ja, finde ich gut. Ich nehme die Wenigstpistole. Wie schleudern Blitze.
Oh oh. Okay, das ging gerade noch mal gut. Wir könnten mal was probieren. Sehr gut. Wuff. Naja, okay. Kein sehr glorreicher Einstieg für den Support, aber jeder fängt mal klein an. So, Dille. Oh je, das wird nicht leicht. Ah, oh, war ich schlecht. Weltweiter Durchschnitt wurde eingeblendet. Da war ich noch ein bisschen von weg. Gut, ihr seht, man muss alle Fähigkeiten etwa 83 Milliarden Mal benutzen, wenn man so spielt wie ich, bis man alle Sachen wirklich aufgerüstet hat. Ich glaube, der Orbitalschlag könnte das größte Problem werden, weil das Monster wird wohl nicht so lange stillhalten. Da wird man mit dem Trapper zusammenarbeiten müssen, um die Harpunen richtig zu setzen, damit das Monster mal kurzzeitig irgendwo stehen bleibt. Ja, und wenn wir das alles dann mit 3 Sternen ausgerüstet haben, kriegen wir Bucket. Wird bestimmt lustig. Ihr habt gesehen, hier Spieler Fortschritt Stufe 1. Sobald wir das voll haben, bekommen wir neue Fähigkeiten, wie zum Beispiel am Anfang dieses 200% Jetpack. Und ja, jede Klasse hat andere Fähigkeiten, das Monster auch wieder. Okay, das wäre mal der Support. Ich glaube, das war's für heute auch schon wieder. Beim nächsten Mal schauen wir uns vielleicht mal wieder ein Monster an. Wäre nicht das Schlechteste. Okay, dann sehen wir uns beim nächsten Video, wenn ihr wollt. Bis dahin, macht's gut, haltet die Ohren steif. Ciao, Freunde.